Ja, scheiß du doch drauf. Hier geht's runter. Weil dahin kommen wir nämlich nicht lang. Da laufen wir oben lang. Diese Goblin-Wächter sind so unnötig. Ach ja, wir werden in den nächsten Dungeon so oft sterben, dass wir das Spiel Rage quitten werden. Ei, hier ist wieder so ein Astral, wie ich Phasen. Aber diesmal geht's schneller, ohne Benny Hill Musik. Das versprechen wir euch. Oh Gott, ich glaube, das werden wir noch. Okay. Könntest du jetzt bitte sterben, du komisches Drecksviech? Okay, dude. Oh, ich habe mich direkt reingeportet. Scheiße. Okay, jetzt könnte sehr viel Benny Hill Musik kommen. Nee, hier nicht. Hier nicht? Was ist denn das denn diesmal für ein Teil? Ich will gleich sehen. Kein Labyrinth? Ach komm, jetzt zerstör doch hier den... Ach, geht doch. Für den großen Kristall... Mach mal einen Bash durch den großen Kristall. Ein Bash? Nee, an der Seite. An der Seite. Hm, okay, funktioniert nicht. Egal, dann gehen wir halt weiter. Jo. Wir müssen uns jetzt weiter durchkämpfen. Hier kommst du. Guckst du. Hier ist wieder große Kristalle und wir müssen dran hin, dass hier abbauen, die tun, weißt du? So, die sollen nicht zerstören. Und warum? Weil das schlecht für Qualität. Boah, Mann, sind hier viele. Lutsch mir doch die Eier, du Drecksgoblino. Ah, da kannst du jetzt richtig schön durchbrechen, ne? Oh. Nein, die haben den Kristall zerstört, so eine Scheiße. Das sollte nämlich genau nicht passieren. Okay. Pass auf, der Sprengmeister wirft Dynamit. Ja. Hier ist eine Truhe. Ui. Oh, da ist schon wieder ein Portal. Ja, warte. Hier unten müsste auch noch eine Truhe sein, genau. Schade, hätten wir uns jetzt mehr angestrengt, hätten wir mehr Loot bekommen, aber naja, kann man nicht ändern. Oh, ich habe sogar ein bisschen, was ist das denn? Eine Zockerpistole. Ja, kannst du mal sehen. Mit drei Läufen. Oh, ich habe eine seltene Kralle bekommen mit 105 Schaden pro Sekunde. Gib! Bist du dir ganz sicher? Ja. Okay. Gib. Cool. Dafür kriegst du meinen Epic Loot. Wenn du. Ja, du bist einfach weggerannt. Ich bin gerade durchs Portal. Ja, selbst schuld, jetzt kriegst du dich nicht mehr. Okay, dann halt nicht. Krieg ich wirklich den Epic Loot? Jo. Kann ich den denn tragen? Tragen kannst du ihn. Aber nützlich für dich ist es was anderes. Okay. Gucken wir erstmal an. Ach, was? Und ich leg noch. Mensch, bist du heute wieder lustig. Und ich leg noch das darauf. Und das hier. Oh. 12 Bonus auf Vitalität. Hm. Aber das kann ich noch nicht tragen. Egal, scheiß drauf. Ja, yeah, jetzt habe ich eine Kralle. Oh. Oh. Die ist gar nicht mal so schlecht. Aber die kann ich nicht benutzen. Fuck. 18 Fokus. Okay, komm schon, Jungfräulein. Soll ich dir mal richtig in die Fresse töten, oder was? Fresse töten? Fresse tröten, ja. Ich tröte gerne Leuten in die Fresse. Ja. Das ist mein Deutsch. Voll kaputt und so. Oh shit, Was denn? Das sind meine kleine Scheißviecher. Stimmt doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was du hast. Die haben mir gerade mehr als die Hälfte meines Lebens kaputt gemacht. Ja, du wirst gleich instant sterben beim nächsten Boss.
das nur so am Rande. Nein, Totem schlecht, Totem zerstören wollen. Nix Totem hier. Kann ich kurz ein Stadtportal aufmachen? Yes. Okay, dann machst du halt. Aber teleportier dich nachher zum richtigen, ne? Nur so nebenbei. Jo, natürlich. Oh, wir können enchanten in der Stadt. Ist das schön. Yay. So, Dienst. 4 Schadensbonus. Yay. Ja, Mann. Wird immer besser und besser. 3 Mana-Herstellung pro Sekunde. Ey, das ist doch der Burner, Mann. Schön, hat alles gut geklappt. Vier Bonus auf Attribut. Nein! Das geht nicht. Was kann ich denn noch aufwerten? Oh, die ist schon maximal. Okay. Geht noch irgendwas aufzuwerten? Ich glaube nicht. Hab ich guck jetzt mal, was ich aufwerten möchte. Ich weiß es nicht. Ja, das ist eine gute Antwort. Lass uns mal gucken, was für Waffen verkauft werden. Du musst gucken, dann weißt du es. Ja, mach ich. Ich muss gerade auch gucken, was ich denn jetzt mir kaufen will. Die ist nicht schlecht. Kann ich nicht benutzen. Hier keine Stats Points. So, Rüstung. Erstmal da gucken. Bonus auf Attribut Fokus. Erhöht jeden Giftschaden um 8%. Die kaufe ich mir doch mal. Dann kann nämlich die andere hier erstmal wieder weg. So, was gibt's denn hier noch so? Die kann ich nicht tragen. Irgendwie gibt's nichts Besseres als den Hacker. Attribut auf Vitalität und Geschicklichkeit. Die kaufe ich mir doch mal. Ich stehe zu Diensten. So. Oh, das sind schöne. 10 Bonus auf Attribut Stärke, 4 Bonus auf Attribut Geschicklichkeit. Plus 4 Mana. Auch bessere Schultern, ey. Dann hol dir doch bessere Schultern, ey. Ja, wenn ich welche finden würde, ey. Ey. Dann würde ich die auch nehmen, ey. Ey. 3% für 1 Mana Herstellung pro Sekunde. Ich 4 auf Attribut Fokus weg, aber das ist egal. Irgendwie hat der Typ nichts Interessantes, oder? Doch, ich finde schon. So, jetzt brauche ich aber noch eine gute Hose und Stiefel. Aber der hat davon natürlich nichts. Außer so eine Scheiße hier. Da kann ich lieber die Attribut-Fokus-Dinger drin behalten. Was haben die hier sonst so? Die haben einen Helm, der dir 9% höheres Zaubertempo gibt. Jein, aber das ist nicht so. Ich brauche andere Sachen. Die muss ich mir selbst zusammenstellen, weil es bringt nichts, wenn du welche mir kaufst oder so. Außer du findest was richtig Gutes. Naja, zurzeit finde ich nichts richtig Gutes. Nur relativ langweilige Sache. So, was gibt's denn hier noch? Den sollte ich. Oh. Schadensbonus für Waffen. Rüstungsschmuckstücke. Für Fernwaffen. Okay, die packe ich doch mal in die Heizkette. Setzen von Fähigkeiten. Ja, kannst du machen. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube, 2-3 Skillpunkte vorher. Also nicht wirklich sinnvoll. Jo. Na denn, während du da noch machst, angel ich. Du angelst schon wieder.
tun. Ja, ich angel schon wieder. Hast du was dagegen? Ja. Meine Güte, was ist denn heute mit der Rüstung hier los, ey? Oh, das wird immer besser und besser. Mhm. Auf Attribut Geschicklichkeit. Dann kann ich da nochmal was draufhauen. So. Ach komm, dann mache ich die beiden auch direkt mit. Neuen Körperschaden zurückgeworfen. Plus 3 Mana, das ist doch immer gut. So, was habe ich denn jetzt an Stats Points? Point Stats. Jo. 1, 2, ja, 1. 1. Wer möchte, kann nur skippen, ne? Also. So, wir können weiter. Yay! So, und jetzt musst du an der Seite die Rauchreihenflügel auswählen und auf das blaue Portal klicken. Gemacht. Weil sonst wirst du zurückgeworfen zu den anderen Warpstationen. Mhm. Das hatte ich am Anfang nämlich auch das Problem, da habe ich mich ständig immer irgendwo anders hin teleportiert. Ich weiß zwar nicht wohin, aber. Da. Ich war ständig woanders. Dahin halt, ne? Ja, dahin irgendwo. Ja. Penis. Ja, und Penisse sind ja sowieso immer sehr von Vorteil. So. Heutzutage zwar weniger, aber früher waren die jetzt, ja. Penis haben war jetzt schon so ein Statussymbol. Die waren echt in Mode damals. Ja. Hattest du Penis, hattest du Rechte, war ganz praktisch. Hast du das gerade gesehen? Was? Nö. Das Viech hat mich angegriffen, hat Elementarschaden genommen und ist verbrannt. Okay, wollen wir jetzt hier rennen oder nicht? Ja. Wir werden sowieso auf die Fresse kriegen, ob draußen oder drin. Ah ja, das ist gut. Da müssen wir jetzt gleich echt taktisch spielen. Du musst unbedingt tanken, sonst bin ich instant tot. Du musst das wird jetzt gleich tanken. Richtig asozial. Naja, gut, dass ich mir ein paar Tränke geholt habe. Ja, ich habe mir Tränke gekauft. Lass mich in Ruhe. Ich muss uns ja hier am Leben erhalten. Ui, Stufe 18. Genau. Ich brenne einfach alles an. Nur Schaden. So. Warum kriege ich Schaden? Weil das explodierende Fest. Danke. Super, geil. Bitch. Boah, leckt es gerade auch bei dir so? Ein bisschen. Boah. So. Boah, was greift denn uns hier so an, Alter? Alle. Nee, da der Wächter, der ist wieder verbuggt. Der ist irgendwie seit Version 1 total verbuggt. Oh, okay. Ich hasse diesen. Warum ist da so ein Verzauberer? Ja, nein! Ich habe noch 33 HP. Dann heil dich hoch. Ich habe nichts. Ja, dann kommst du mein Roboter. Nee, warte, ich hab voll Tauben. So. Dieser Goblin-Vorbeiter mag es wirklich, einfach mal nichts zu ersetzen, oder? Der ist gerade in der Schlucht einfach mal rum. Sollte ich die TNT-Fässer kaputt machen? Wenn du willst. Jetzt hast du die kaputt gemacht. Nein, ich habe kein Geld zum Verzaubern. Pass auf, Mann, die greifen nicht an. Ich habe kein Geld zum Verzaubern mehr.
Och Mann, warum droppe ich denn jedes Mal meine Rüstung? So eine Scheiße. Na egal. Mhm. Ich kann bei dem hier leider nichts verzaubern. Macht der bessere Verzauberung oder was? Ja, der kann bis Level 3, glaube ich. Oder Level 2, eins von beiden. Muss mal gucken, da kannst du auf jeden Fall besser verzaubern. Die du hier so außerhalb findest, die sind immer besser. Hm. Nein, ich bin gestorben. Ehrlich? Ja. Kannst du dich zurückkaufen oder? Hab ich schon. Wenn nicht, hätte ich ein Stadtportal aufgemacht. Nö. Ich hab einen Stein gefunden. Mich wundert, dass der Enchanter nicht wegläuft. Was ist hier los? Hm. Vielleicht wartet er ja nur auf dich, dass du wieder Geld hast. Nee, normalerweise laufen die weg, sobald du die angelabert hast. Damit du nicht da und machst, verzaubern kannst. Ist er jetzt noch da? Nö, jetzt ist er weg. Bei mir ist er noch da. Bei mir nicht. Vielleicht, weil du nichts verzaubert hast? Ja, ich hab ihn mal aber angelabert. Oh. Schnauze da. Bring sie tot, bring sie tot. Ich bringe ihn in den Tod, ja. Boom. Ach, du hast dein Heilbot mal rausgeholt, das ja. Ist wirklich zu nett. Ich hab mal dran gedacht. Hier diese Steine immer zerstören, ne? Die droppen auch was. Okay. Einfach mit einem Schildbash rein springen, das sollte eigentlich alles. Wo geht's weiter? Ach, da vorne. Ja. So. Hier ist aber, glaube ich, nichts mehr. Mhm. Ja. Doch, hier sind doch diese Steine. Boah, diese Springmeister sind so aggressiv, hässlich, eklig. Stirb. Die sind alle tot. Ja, hab ich tot gemacht. Boah. Ich bin extrem brutal, ne? So. Ich bin so brutal böse, ne? Ja, Mann. Ich mach einfach alles kaputt, ja. Boah, ich hätte jetzt richtig Bock auf eine Pizza. Oh, das ist ein Arsch. Ich glaube, ich mache mir gleich eine. Kolben erforderlich. Okay. Wir müssen einen Kolben finden. Dann lass uns einen Kolben suchen. Okay. Oh. Wenn du den Vorarbeiter da tötest, der einfach mal derbe wieder aggressiv ist und fickt. Ja, wie du ihn einfach nur in die Ecke bashst. Wir haben den Kolben gefunden. Yeah. Cool. Warte, bevor du jetzt da weitergehst. Da wird's nämlich böse. Okay. Warum höre ich mich gerade bei die Rugin an, ey? Boah, das ist böse. Ich hab keine Ahnung, ey, Alter. Korrekt, Mann. Ja, genau, Hanna. So machen wir das. Ja, ganz genau. Ich find's immer so genau. Geil, wie er zwischen diesen Charakteren wechselt. Ja, das ist echt. Buddy Ogun ist der Beste so. Wie hieß er noch? Wie hieß nochmal sein ganz normaler. Naja, normaler sein. Sein normalster Typ. Keine Ahnung, das weiß ich gerade gar nicht. Dieser überheblich nette. Ja. Ich weiß gerade nicht auswendig, wie die heißen, aber ich weiß noch, dass ich ihn damals geschaut hatte, wo er gerade noch so 30, 40 Abonnenten hatte. Und wo ihn alle ausgelacht haben und sich gedacht haben, was ist das denn für ein Kack oder so in der Art.